So, hier haben wir die Doppel-Sechskant-Schraube, die überwiegend in sämtlichen VW-Audi-Getriebeverschraubungen verwendet wird. Und dazu haben wir speziell diese Gelenknuss entwickelt, die wir auch in einer kurzen Bauform speziell für diese Verschraubung gewählt haben. Der Vorteil ist bei diesem System eben, dass wir mit einer langen Verlängerung die ganze Geschichte demontieren können und auch montieren können. Und die Doppel-Sechskant-Schrauben hat man einfach eingesetzt aus Platzgründen, weil eine normale Sechskant-Schraube der Übertragungswinkel beim Lösen und beim Festziehen große Probleme bereiten würde. Die gibt es in den Schlüsselweiten 16 und 18 mm. Insbesondere bei den querliegenden Motoren zu verwenden und daher dann auch die Verbindung mit einer langen Verlängerung und dann hat man auch eine stabile Verschraubung. Praktiziert wird es im Moment, dass man drei Verlängerungen oder noch mehr aneinander steckt. Nur wenn man dann auch mit der Luftratsche arbeitet, dann würde diese Verlängerung eine Unwucht erzeugen und so mit einer Verlängerung ist das dann ausgeschlossen und so hat man dann eine saubere Verschraubungsart.